Guten Tag, hat er gesagt. Tag 14. Wir sind eigentlich relativ gut dabei, muss ich sagen. Ich freue mich auch, dass wir hier die Ecke so weit ausgebaut haben, dass wir hier jetzt mit den Tischen auch ein bisschen dazu machen. Und das bringt mich ja, wenn wir jetzt hier gleich mal öffnen, auch dazu, weil ich glaube, vier hatten wir ziemlich voll, dann gleich den nächsten auch zu kaufen. Weil ich glaube, dass hier der Spieltisch, also ich weiß nicht, was hier vielleicht noch so kommt, ne? Was ist denn das hier? Eine Werkbank für? Was macht man an eine Werkbank? Nur einmal. Checkout-Schalter, achso, zur Selbstbedienung machen die denn da? Vintage. Na, ich glaube, mehr ist da nicht, ne? Also, wir haben nur einen Spieltisch, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich so mit eins der Haupteinnahmen, muss man so sagen. Deswegen kaufen wir uns den. Und dann, wenn die jetzt hier nicht rumweinen oder sowas, packen wir den noch hin und dann haben wir hier genug Platz. Dann stehen die sich dann im Weg und dann ist es ziemlich gut. Und sonst so bedienen wir gleich mal den ersten hier. Der hat hier weiße gekauft und ja, passend sogar. Sehr schön. Dann haben wir das Geld auch schon wieder drin. Jetzt können die nämlich ganz, ganz viel spielen und wir können dann als nächstes den Laden hier noch größer machen. Ne? Hinten dann noch zwei, glaube ich, müssen wir kaufen. Und das kostet dann, glaube ich, 700 oder so was. Werden wir zumindest noch ankommen. Irgendwie so im Dreh wird es sein. Und wir gucken uns mal gleich an, wenn das hier mit Bewertungen. Aha, mit diesem Preis nicht gerecht. Cool. Oh, das kann aber 4,0. Das könnte noch besser sein. Ja, dann sehen wir auch mal negative. Oh, das wird größer rangeschrieben jetzt hier. Guck einer an, ne? Erneuerung. Ja, bevor sich jetzt welche da beschweren oder sowas, ne? Ich weiß ja nicht, ob das denn so scheiße ist, ne? Wenn. Also, ne, erstmal, ne, wie kann ich abbrechen? Nur mit der. Ja, die Spiele-Dinger, die boomen ja richtig. Musstet mir hier halbwegs nochmal neu packen, weil die das sehr, sehr durcheinander hier alles gemacht haben. Also irgendeiner muss ja Schuld haben, ne? Das ist klar. Muss da draußen mal gleich sortieren. Wechselgeld 18. Wie kostet das denn? 42. Ja, davon haben wir ja letzten Mal noch relativ viel gekauft. Mal schwer zu lesen, was das ist. Das ist in Ordnung, süße. Die meisten findest du in Ordnung. Zu verkaufen haben wir gar nichts mehr, weil die mittlerweile alles hier durchgerockt haben. Ne? Oh, ich viele. Aber wenn du nur so ein bisschen kaufst, ne, ist das schlecht, ey. Das ist auch nicht doll, ne? Aber die sind passend bezahlt, ne? Ach du Heiliger. Das ist ein großer Pluspunkt, finde ich, hier bei den ganzen Spielen, die hier alle so mit einkaufen ist. Ich weiß nicht, ob es ein direkter Pluspunkt ist, ne? Aber ist natürlich, dass das alles hier kein Wechselgeld so braucht, ne? Wenn wir darum uns noch kümmern müssten, ich glaube, da würde das ganz schön explodieren. Glaube ich schon. So. Da gibt es nichts zu gucken. Da brauchst du den hier aufspielen, ne? Den führen wir hier mal wieder durch. 32 immer da. Da kommen wir ja auch heute mal dazu, dann nochmal uns selber irgendwas zu kaufen. Ganz schön teuer. Habt ihr hier unten was gekauft? Ne, da habt ihr gar nichts. Wer läuft denn da immer gegen? Laufe ich da selber gegen? Okay.
Dann machen wir den Stinker mal schnell. Damit der auch dann wieder raus ist. Das ist schon ein bisschen besser dann. Aber wir können gleich ausbauen. Wir haben relativ viel und gut gekauft letztes Mal. Oh. Nee, du alter Schwitzer. Wenn sie angeht, kannst du ja auch genau zahlen. Ich finde auch gut, dass sie das so gemacht haben, dass sie meistens dann mit großem Geld irgendeiner ankommt oder sowas, ne, und das auch Sinn macht, wie sie da was kaufen. So, dann müssen wir von den Blauen mal was kaufen und von den können wir auch dann noch was kaufen. Von den Blauen können wir eine Kiste kaufen. Von denen auch. Und dann können wir vielleicht hier renovieren. Erweiterung 500. Kaufen wir uns gleich. Gucke. Und da hinten ist es größer jetzt. Also, oh Mann. Alter, passiert mir immer wieder, ne? Das spielt sich hier schon 500 Jahre, aber das passiert ja immer wieder. Und dann kriege ich hier auch wenigstens kein schlechtes Gewissen, kann man das hier komplett auffüllen. Und dann ist das nämlich schon mal ordentlich toll. Also, den hätten wir auch nehmen können. Sehr schön. Ich glaube, wenn wir das dann später alles mal in die Ecke rücken und wir die Ecke dann auch noch weg haben, dann macht das schon mal ein bisschen cooleren Sinn irgendwie. Jetzt, die stehen sich ja da neben dem Weg, die sollen ja da alle auch machen und tun. Ist ja auch vernünftig. Jetzt sind mir aber zu viele Stinker hier. Kann sich natürlich beschweren, da haben wir Tittial. So, Box ist leer. Cool. Da aufgefüllt, da eine blaue. Achso, ich wollte schon sagen, die haben wir da eigentlich gekauft. Können wir noch ein bisschen was reinfüllen und dann. Box ist auch leer. Mal eine nehmen hier. Mit dem Fly haben wir ja Glück. Jetzt haben wir es ja gewagt. Jetzt müssen wir eh durchziehen. Jetzt wird es durchgezogen. Kommt irgendwas hier? Oh ja. Ist aber besser immer als nichts. Klar, wir hatten auch schon hier 100 da. Also die 100 Dollar kosten. Aber ich nehme auch das Kleinzeug, ne, wenn es mal selten ist. So, ich habe gelesen, die sollen jetzt auch doppelt Duplikate, also sollen jetzt angezeigt werden. Bin ich mal gespannt, ob wir das denn sehen. Eine 40 Cent Karte. Wow. Kommen wir auch glatt auf 2 Dollar. Eine 40 Cent Karte. Komme ich wenigstens auch dazu, mal meinen Kaffee zu slurfen, ne? Ah, Gott. Das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was. 600 hat, glaube ich, gekostet, ne? Hinten auszubauen. $3, $4. Zeit nicht aufgepasst, jetzt war ich verträumt. Wahrscheinlich auch nur 2 Dollar. So, die bezahlen alle. Wir machen mal Licht an hier. Ja, tollste war es jetzt nicht gewesen, ne? Einmal 100. Dachte ich mir schon fast, wenn ich mir was merken kann. Alles klar. Der sieht hier aus wie von Breaking Bad. Oder was? Ne? Doch schon so ein bisschen, oder? So, solange die Spaß haben und miteinander spielen können,
Ich meine, das Ganze auch goldig. Davon hier von den Weißen könnte man ein bisschen was nachbestellen. Hier müssen wir ja eh dann mal das hier. Die Vierer. Klar, wenn die jetzt miteinander alle noch spielen und dann ihre Beiträge bezahlen, dann haben wir hier auch schon mal so 80 dann nochmal dazu. Natürlich die Frage, ob wir auch genügend Erfahrungspunkte so kriegen. Oder ob das noch ein bisschen so dauert, ne? Wenn ich jetzt hier so gucke, haben wir das nächste erst ab 12. Ab 12, 12 und dann 15. Also die Box hier, aber den hier, ja. Aber das haben wir ja nicht mehr so viel, ne? 500 Punkte, das geht schon, ne? Das ist schon relativ erträglich. So, die Spielevents sind der das hier. Ja, und da fehlen noch ein paar der Windbrecher, Wasserbrecher zunehmen. Ja, mal ein bisschen unterschiedlich machen, ne? Spät um einen Tag. Okay, also. Ist okay. Meine Güte. Gesamtbetrag völlig. Ja, nee, ich bin kein Fan davon, mir das da so aufzu. Also, weißt du, hier, das ist mir. Ist nicht so cool. Hier haben wir eine gute Bewertung gekriegt. Wow, ich würde auf jeden Fall nur wegen der seltenen Kartenpakets hierher zurückkommen, aber ich hoffe, dass sie den Preis halten. Service, ne? Schneller und gemütlich hier spielen. Gibt es eine Schnäppchenjagd in diesem Laden? Weiß nicht, hier. Oh Gott, ich. Oha, sorry. Ja, aber das muss ja sein, ne? Ja, also ihr habt euch beschwert, ne? So, ihr Schwitzer. Ja, sie? Ja, wenn er jetzt hier auch noch was gucken, also spielen möchte, ist dann natürlich dann noch am besten, wenn wir hier mal in der Ecke rumsprühen, ne? So, was haben wir denn hier so an Seltenheit? Nicht so viel. Ah ja, gucke, hier steht jetzt immer da. Beispiel hier einmal. Die Weißen wollten wir noch kaufen. Gerade doch mal dahin gemacht, ne? Naja, ist okay, ne? Also ich wehre mich da nicht, ne? Wenn er den noch kauft hier. Hast du jetzt auch noch eine geholt? Oh ne. Ihr kauft mich ja komplett pleite. Also, naja, pleite geht ja nicht, ne? Aber. Oh, die sind jetzt wirklich leer. Schon zweimal kaufen, ne? So, und die Weißen wollten wir haben. Zubehör. Die Weißen noch. So. Mehr können wir ja nicht. Die können wir jetzt hier noch ausstellen. 500 dafür. Na komm, machen wir auch die Lizenzen. Und dann kaufen wir gleich einmal. Weil dann können wir die nämlich da unten reinmachen. Genau. Beziehungsweise. Achso, habe ich nicht bestellt oder was? Ach ne, ich habe hier nur drin. Ach, 400. So viel Geld haben wir ja gar nicht. Ne, dann warten wir nächsten Tag noch. Das wird dann nicht so schlimm sein, ne? Dafür aber Spiele ist gar nicht gelaufen irgendwie. Ne, dann warten wir nur noch, dass die raus sind und dann ist schon mal schön. Und dann habe ich mal geskippt, weil dann. Ja, die Ewigkeiten gedauert. Ich saß hier jetzt so 2 Minuten, oder?
Aber die haben jetzt nichts gemacht. Ich glaube, der hat hier verloren und der Gewinner, der gönnt sich hier noch was. Auf jeden Fall, der gönnt dir mal hier die paar Karten. Ja, das sind ein paar coole Karten. So, 10 mal 30. Ah. 9 mal. 30. 10 mal 3, dachte ich. Gut, alles klar. Dann können wir den mal weghauen. Unzufrieden 11 Stück. Das verstehe ich immer nicht, warum. Spiele gespielt, 38 sogar. Karten gekauft. Achso, von den seltenen. Oh, eine geklaut oder was? Ja, wo sind die anderen? So, 17 wird abgezogen. Wir machen Laden auf und dann könnt ihr oben mal hingucken. Wir sind Level 12. Wir haben es geschafft. Das heißt, wir könnten eigentlich uns was kaufen, aber wir sind erstmal chronisch pleite. Und das ist eben auch sehr, sehr teuer, weil ich bisher so, ey, geh mal rein da. Hey, soll ich dich schubsen? Was ist? Ja, wenn hier Schwitzer kommen, dann möchte ich die aber auch gleich mal voll rotzen. Das ist mir kackegal dann. So, ihr könnt alle spielen. So, nur diese Karten ist okay. Also ich würde ja immer hoffen, dass die richtig was an Geld ausgeben. Wir brauchen 400 übrigens, ne? Da sind wir jetzt, ja. Und noch ein bisschen entfernt. Aber wir kommen ziemlich schnell ran, also das ist... Die jetzt so alle kaufen, guck mal hier, das ist hintereinander weg. Ja, hier kommt, da hinten da. Ihr könnt auch ein paar Spiele kaufen. Das ist sehr modern heutzutage, Spiele zu spielen. So ein Puzzle wäre ja auch noch cool, ne? Ey! Finde ich jetzt nicht cool. Kommt da kein Schwitzer mehr. Ja, weil hier könnt ihr auch nur überlegen. Also die zwei Sachen wollte ich ja auf jeden Fall kaufen. Die Würfel wäre cool. Ja, und die Tetramon-Dinger, ich weiß nicht, wäre schon alles wichtig. So wäre das Minimum, ne? Aber jetzt bei 323. Ja, 23 ist natürlich dann eine schöne Sache, ne? Riechen, nur einige können riechen können, aber ich schätze, wir können einfach von ihnen fernhalten. Daumen für diese Sprays und das sind die Spiele nicht mehr, wenn ich sie hinsetze und Karten spiele. Okay. Ist doch gut, wenn ich die Feuerrotz habe. Nee. Meine Fresse. Aber ist natürlich schlechter, hier auch so halb volle verkaufen, ne? Ja, schön. Hauptsache ihr stellt euch an. Aber nicht schlecht anstellen, ne? Ja, ich glaube, jetzt haben wir es ja schon zusammen hier. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Der nächste, komm. Ja, die eine Karte, ey. War bestimmt ein Geburtstagsgeschenk, ne? Nein, lass mich jetzt in Ruhe. Achso. Weil wir haben nämlich gar keine Box mehr. Das stört mich ein bisschen. Gehen wir weg da. So. Das ist ja eigentlich fair sein, der Preis, oder?
gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht weiter Probleme geht. Es wäre natürlich nice. Wir müssen ja ein neues Regal holen, aber ein großes müssen wir holen. Und dann ein bisschen umbauen am besten. Endlich mal wieder ein Spiel, ey. Man hat das Gefühl, wenn man es fast umsonst gebaut hat, ne? Geht auch wieder. Aber ich glaube, für die Lizenz brauchen wir auch noch richtig viel Geld, ne? Weil man die Tür nicht trifft. Nur die großen Spieleboxen da im Angebot. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Dann können wir die eben mal hier machen. Ist die Box leer? Er macht ja 50 aus ihm. Genau. Passend bezahlt. Am Monatsanfang. Die haben noch alle richtig Knete anscheinend. Also so viele Zeit gleich spielen die jetzt gar nicht. Ja, dreimal. Deswegen kann ich nämlich mal richtig aussortieren hier, ne? Achso, die kaufen die denn nicht? Alle im Weg hier. Ja, aber man muss ja auch immer sagen, besser als nichts. Wenn er nur die eine da möchte, dann ist er ja eine gute Sache. Und keiner muss es kaufen. Also deswegen tun wir ja schon mal erstmal gar nichts, ne? Sag mal, manchmal schenkt man ja auch was, ne? Geben und genommen werden, ne? Sehr schön. Bei 400 sind wir schon. Ach ja, das ist gut. Die laufen zwar fast alle ineinander. Sag mal, Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Auch wenn ich vergessen, dass ich immer Plus mache daran, ne? Eine ganze Kartenset, ja, oder ein so ein Package, ne, kostet ja schon 1,60, ne? Also ich mache da denn schon, weil ich die für 2 ja, verkaufe, ist das schon gut, ja. Tut mir leid, aber... Kann dich so einfach auch hier nicht sitzen. Ne? So, ach, die eine Karte, das ist aber toll. Aber vielleicht würde sie ja auch die sonderliche Karte, diese ihre wertvollste Karte eintüten oder so. Das kann natürlich auch sein. Darf ja immer gar nicht so komisch denken. Ne? 700, die machen Spiele auch noch fertig, das ist schön und gut. Ich mache mal Licht an.
75 bitte. Ach ne, 75 war ja gar nicht. Ich glaube, wir müssen aber beim nächsten Mal und die wieder herstellen. Aber ich kann ja schon mal nach dem Regal gucken. Achso, das ist die falsche Karte. Aber ich kann hier wieder eine reinmachen. Ja, wenn, dann wollten wir sowas nochmal, ne? 300. Ja, der bleibt ja ungefähr so, ne? Ja, da muss er weiter nach hinten gehen. Will aber nicht machen, ja, jetzt ist mir, ja, jetzt bleibt es so. Jetzt sollen sie das so. Ein Stinker hier? Ne, ne. Wenn er gerade mal Deo kauft, muss man das doch mal kontrollieren, ne? Hast du 8 wieder? So. Den Karten, das geht alles, ne? Jetzt sind das hier. Weiße Boxen nicht so. Ach, ne? Wohin auch nicht. Aber hat noch gar keiner was gekauft, ne? Also jetzt die Deo, das können wir echt mal ein bisschen wieder aufhören. Box ist leer. Also ich sag mal nicht, dass wir uns runtergewirtschaftet haben, ne? Aber ist auf jeden Fall leerer jetzt schon. So. Ah, damals war das auch so gewesen, dass man eher gesagt hat, hier so eine einzelne Karten sind irgendwie ein bisschen geiler, ne? Als so eine großen Boxen, weil bei den Boxen dachtest du denn so auf der Masse, hast du gar nicht so gut kassiert, ne? So, ich glaube, wir können uns die Lizenz ja locker kaufen, ne? Ja, also was heißt locker, ne? Aber jetzt haben wir die Epic Cards. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Was war die denn? Ich glaube, die kann man sogar schon einmal kaufen, kann das sein? Nein, aber fast. Ich glaube, wenn hier zwei, drei Leute fertig sind, dann können wir sie kaufen. Oh ja, oh ja. Geht ja eigentlich darum, dass ich das lieber selber kaufen möchte, ne? Selber aufmachen möchte. Schon einer gekauft, ja. Ja, ich muss sie jetzt öffnen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas kriege. 4. Ich habe mir ein Kartenpaket gar nicht angeguckt. Auf wie viel muss ich hier kommen jetzt? Durchschnitt würde ich sagen. Also alles neu.
Aber keine richtig guten. Ist nicht sonderlich, ne? Also zumindest nicht vom Preis her, dass man sagt, so okay, alles klar, man hat da jetzt eine mega teure Karte auf einem. Ha. Ein wenig enttäuschend bisher. Glänzt zwar, aber auch nicht toll. So, jetzt. Na komm, ziehen wir dich hier noch durch. Achso, der hat die noch zum alten Preis gekauft, der kleine Schlummiche. Ja. Naja, gut. Da war ziemlich schnell gewesen. So, dann machen wir den Feierabend und sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann, ciao, ciao.